Sollen. So, ja, herzlich willkommen, damit Bros, zum nächsten Part, zu Part 2, zu Fable. Vielleicht hätten wir früher fortgehen sollen. Und ja, wir wollen natürlich fortsetzen, was wir angefangen haben. Und es regnet. Meine Güte, können wir unseren Bruder aufhalten? Wie können wir diese ganze Sache überhaupt stoppen? Das ist eigentlich die Frage, die uns jetzt quält in diesem Spiel. Aber das werden wir ja hoffentlich bald... Bei Nacht sieht dieser Garten schon ziemlich unheimlich aus. Wohin gehen wir? Ich dachte, wir verlassen das Schloss. Ja, aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Aha, er hat wieder was vor, Mr. Soldat. Ah. Stimmt, da ging es ja nach unten. Was ist hier? Okay. Die alten Katakomben. Es ist Zeit, Albions letztem Helden Respekt zu zollen. Dass ich diesen Ort noch einmal wiedersehe? Ihr hättet das wissen müssen. Okay. Als euer Vater starb, versprach ich ihm, euch eines Tages herzubringen. Wenn ihr alt und stark genug dafür wärt. Das ist eure Geschichte. Es ist euer Erbe. What the Die fuck? Welt musste lange ohne Helden auskommen. Aber ich hoffe, es wird bald einen geben. Okay. What the fuck? Zur Hölle. Das ist der wertvollste Besitz eures Vaters. Das okay. Gildensiegel. Es wählt diejenigen aus, die die Kraft in sich tragen, die das Potenzial haben, Legenden zu werden. Nehmt es. Uns bleibt ja wohl auch nichts anderes übrig. Oh Mann. Sollte jetzt etwas passieren? What the fuck? Wer seid ihr? Ich bin Theresa, Seherin des Turms. Ich führte euren Vater bei seinem größten Triumph. Aber euch steht ein noch größeres Schicksal bevor. Das Siegel ist ganz allein bei eurer Berührung erwacht. Das Schicksal Albions ruht jetzt auf euren Schultern. Vor euch liegt der Weg, der euch bestimmt ist. An seinem Ende liegt das Reich, das ihr regieren werdet. Wie allen Helden stehen euch viele Prüfungen bevor. Aber allein könnt ihr diese Tore nicht passieren. Ihr braucht Anhänger und müsst die Unterstützung der Leute suchen. Vorerst habt ihr nur die Hilfe zweier Freunde. Jasper, der euch immer dienen wird. Und Sir Walter Beck, der euer Verbündeter sein wird. Gemeinsam habt ihr den ersten Schritt auf eurer Reise unternommen. Geht durch das Tor und fordert euren Preis. Okay. Da haben wir eine Kiste. Große Macht okay. In euch. Euch fehlen nur die Mittel, sie freizusetzen. What the fuck? Nehmt dies. Der Handschuh wird die Magie in euch bündeln. Nutzt ihn bei dem Grab im Mausoleum. Und der Weg aus dem Schloss wird sich für euch öffnen. Kehrt zurück, wenn ihr genug Anhänger gesammelt habt, um das nächste Tor zu erreichen. Jetzt okay. Geht. Walter und Jasper folgen euch, wohin ihr auch geht. Und eines Tages vielleicht auch der Rest Albions. Okay. Das ist natürlich cool. Hey.
Meine Güte, jetzt haben wir sogar unseren ersten Zauberspruch schon. Also gibt es doch so eine Art Magie schon in dem Spiel. Und? Fühlt ihr euch jetzt anders? Ich weiß nicht. Versucht es mit einem Zauber. Das ist der einzige Weg, wie wir hier rauskommen. Das erwähntet ihr möglicherweise schon. Sollte ich es verraten? Okay. Es hat funktioniert! Ihr seid ein Held! Das habe ich niemals bezweifelt. Also, ich natürlich auch nicht. Trotzdem, es hat funktioniert. Ist ja geil. Ein bisschen eng, oder? Ja. Und dunkel. Ihr hattet es noch nie mit engen Räumen. Sir Walter? Ich hätte es auch nie damit, mir ins Auge stechen oder mich enttäuschen zu lassen. Und? Oh je, da habe ich einen Nerv getroffen. Wie wäre es, wenn ich den Butler im Kopf treffe? Ja, der Butler ist ab und an mal recht anstrengend, aber anscheinend ein treuer Untergebener für uns. What the fuck? Ah, das ist doch besser. Groß, geräumig, ausreichend Sauerstoff. Genauso wie ein Fluchtweg aus dem Schloss sein sollte. Okay. Naja gut, wie ihr meint. Ich frag euch. Was ist eigentlich genau unser Plan? Abgesehen von unserem Auszug aus dem Schloss, den ich selbstverständlich unterstütze. Nun ja, wir müssen Logan aufhalten. Wie soll ich das tun? Ich bin zwar ein Held, aber ich bin ganz allein. Genau. Und deshalb brauchen wir Verbündete. Viele Verbündete. Ja, das wenn ihr ja beweist, schon. Wer ihr seid, werden euch die Leute folgen. Und viele werden auch kämpfen wollen. Aber sie brauchen einen Anführer. Jemand, an den sie glauben. Albion braucht eine Revolution. Ja, das stimmt allerdings. Wir haben jetzt einen kleinen Schlüssel aufgesammelt. Scheint wohl so eine World... weltweite Quest zu sein, die sich da erstreckt mit 50 Schlüssel sammeln, die überall versteckt sein können. Okay. Gut, machen wir uns hier erstmal ein bisschen weiter auf den Weg. Ist das schon genial. Vielleicht mal gucken, wo wir hinkommen überhaupt und wie sich dann das ganze Spiel jetzt erstmal gestaltet. Wir wissen ja, wir haben ja unsere Geliebte anscheinend geopfert. Fledermäuse, weg! Tja, junger Held. Das ist eure Chance zu zeigen, was in euch steckt. Die paar Fledermäuse da. Sie haben keine Chance, wenn ihr Magie benutzt. Habt ihr es gesehen, Jasper? Habt ihr es gesehen? Ja, euer Vater wäre sehr stolz, Sir. Ich bin jedenfalls. Okay. Kommt! Und ja. Auf euch bin ich auch stolz. Nie habe ich ein so elegantes Kauern gesehen. Das ist nur eine Frage der Hygiene. Fledermäuse sind ekelhaft. Wie auch immer. Das war ein erster Beweis eurer Fähigkeit. Ihr seid der Anführer, der dem Land die Revolution bringen wird. Fledermäuse sind nur der Anfang. Wollte gerade sagen. Naja gut, dann mal weiter. Mal gucken, was uns noch alles so begegnet, außer Fledermäuse. Aber ich muss echt dazu sagen, dass ich mich selten so gefreut habe über ein Let's Play. Wie gerade Fable auf dem nächsten Part. Da Fable ja doch ziemlich cool einen coolen Aufbau hat. Okay, wir haben anscheinend keinen Goldschlüssel und das, was wir eingesammelt haben, war anscheinend nicht der Schlüssel für diese Tür. Verdammt. Oder haben wir da noch ein Inventar? Ne, haben wir wahrscheinlich nicht, oder? Ne, momentan nicht. C, nein, I nicht, auch nicht. Gut. Mehr Fledermäuse! Macht euch Magie bereit! Ach
Da unten sind sie. Nehmt den Zauber. Bin ja schon bei, Kollege. Beeindruckende Vorstellung, Sir. Unfassbar, dass ich heute Morgen noch eure königlichen Kleider zurechtgelegt habe. Jetzt bin ich Monsterfutter. Ihr gewöhnt euch daran. Ja, naja, gut. Wir wollen das ja nicht heraufbeschwören, dass er Monsterfutter ist, aber... Heilige Scheiße. Ja gut, der Wandel ist gerade extrem. Ja, es war alles gut im Schloss. Haltet euch jetzt lieber die Nase zu. Das ist die Kanalisation von Bowerstone. In Ordnung. Und vielleicht auch die Augen, Jasper. Mehr Fledermäuse. Erledigt noch ein dieser Mäuse. Ist ja auch Fledermäuse drin. Den Zauber habt ihr inzwischen gut drauf. Wollen wir weiter? Ja, können wir gerne machen. Ah, was für ein Gestank. Wir müssen in der Nähe vom Bowerstone-Industriegebiet sein. Vermutlich. Nicht gerade der sicherste Ort für uns. Aber wir sollten aus der Stadt herauskommen, sobald wir... Natürlich laufen wir erstmal nicht da lang, wo uns vorgegeben wird. Es kann ja sein, dass hier was versteckt ist. Aber dem scheint nicht so. Gut, dass unser Hund auch immer mit dabei ist bei der ganzen Angelegenheit, denn ich finde den total süß und wäre total schade, wenn wir den nicht mitgenommen hätten. Okay. What is this? Das ist wohl eine Sackgasse. Nicht ganz, glaube ich. Nicht ganz. Na. Was ist das? Ich glaube, es ist ein Kallestor. Das ist eine Art magisches Transportsystem für Helden. Und ich habe geglaubt, es gibt keine Kallistore mehr. Anscheinend gibt es mindestens noch eins. Ja. Euer Vater muss es hier für den Fall der Fälle postiert haben. Das ist dasselbe Symbol, das wir bei der Gruft gesehen haben. Ob es wohl genauso aktiviert wird? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ja, das sehe ich wisst, ganz genauso. Geht. Ja, wir wissen's. Hauptsache, wir sind weg. Was ist jetzt mit meinem... Ach, die kommen mit. Okay, gut. Wo sind wir, verdammt? Warum fällt der jetzt um? Wo sind wir hier? Es ist der Unterschlupf eures Vaters. Lol. Er hat davon erzählt. Aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich existiert. Das ist ja unglaublich. Jasper, dieses Buch. Da steckt ein Zettel mit eurem Namen drin. Das kann nicht sein. Für Jasper? Das ist schon möglich. Aber es kann eigentlich nur ein Zufall sein. Oh, seid nicht blöd. Der alte König muss es für euch dagelassen haben. Wie heißt es? Das Buch der Helden. Außergewöhnlich. Hilft okay. Es uns, hier rauszukommen? Das ist wirklich überaus bemerkenswert. Alles, was wir nur über Helden und diesen Ort wissen möchten, steht hier auf diesen Seiten. Ja, dann mach mal Platz, Keule-Tunschuh, oder? Ich will auch lesen. Jasper, mach mal Platz. Diese Karte ist eine Art Reisemechanik. Wählt einfach, wohin ihr reisen möchtet, und sie bringt euch dorthin. Fantastisch. Gut. Benutzen wir sie. Wir haben später noch genug Zeit, diesen Ort zu erforschen. Ja. Jetzt liegt eine größere Aufgabe vor uns. Aber wie soll ich das anstellen? Zuerst gehen wir ins Gebirge von Mistpeak. Die Leute dort wären großartige Verbündete. Okay. Sie werden ihre Treue nicht einfach anbieten. Natürlich nicht. Aber sie hassen Logan. Und wenn sie jemand überzeugen kann, dann ist es ein Held. Sehr schön. Ich werde mich mit diesem Unterschlupf einmal näher auseinandersetzen. Es wird uns zweifellos noch nützlich sein. Alles klar. Sucht Mistpeak auf der Karte. Mal sehen, ob das Buch uns die Wahrheit sagt. Okay, das ist ja mal jetzt ganz geil. Das scheint das Vagabundenlager in Mistpeak zu sein, genau da. Wählt es als euren Zielort aus und ihr werdet dorthin gebracht. Ganz einfach. Okay, schnelle Reise. Das ist ja geil. Guckt euch mal an, wie groß die Karte ist. Da, hier ist was, da unten ist was, da ist was. Da unten ist auch noch ein riesengroßes Gebiet. Und nicht alles ist richtig aufgedeckt.
Na gut. Ja, ich denke mal, wir reisen jetzt erstmal dorthin. Was anderes kann man jetzt eh nicht vor. Und ja. Lol, das sieht ja mal übelst nice aus da. Geschafft! Ich hatte vergessen, wie kalt das hier ist. Kommt. Die Leute hier nennen sich Vagabunden. Sie sind zäh. Sie sind loyal. Und, wie ich vorhin bereits sagte, sie hassen Logan. Ja, es sieht vielleicht nach wenig aus. Aber hier beginnt die Revolution. Dazu hat Logan sie gemacht. Er hat die Kontrolle über die Berge übernommen. Hammer. Und begonnen, die Wälder zu zerstören. Ich wusste, dass sie wenig Nahrung finden. Aber nicht, dass es so schlimm ist. Ich gebe dir meine Puppe für etwas zu essen. Sie ist echt gut. Sie heißt Sadie. Hammer. Bitte, du musst doch was ich haben. Nur wenig. Ah. Ich halte das nicht mehr aus. Seid gegrüßt. Ich habe doch Familie. Gut, so kann ich man sich entweder... gemacht. Jetzt so kann man sich anscheinend auch ein bisschen einschleimen im weitesten Sinne bei den Bürgern. Oh. Ihr kommt aus der Stadt. Ah. Wo kommt ihr plötzlich her? Habt ihr was für mich? Wir wollen ja auf jeden Fall in dem Spiel doch ein etwas guter Prinz sein. Ich denke mal, das... Jedenfalls besser, als in einen Hundehaufen zu... Wir brauchen nur wenig. Nur um zu überleben. Heftig, wie kann ich denn den Menschen helfen, ey? So schlimm. Wäre mir anscheinend viel, viel lieber. Der Mann, den wir überzeugen müssen, heißt Sabine. Alt und stolz, aber ein guter Anführer. Er wird nicht so schnell Treue schwören, schon gar nicht einem Prinzen. Ich spreche lieber zuerst allein mit ihm. Okay. Ihr solltet euch vielleicht neue Kleider besorgen, während ich mit Sabine rede. Etwas weniger Majestätisches. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ich habe nur wenig Gold, aber es sollte reichen. Und vielleicht könnt ihr den Rest unter den Leuten verteilen. Sie brauchen es dringender. Wo bekomme ich Kleidung? Oh, keine Sorge. Ihr findet schon jemanden, der Geld von euch nimmt. Und jetzt wünscht mir Glück. Wir werden verhungern, wenn sich nichts ändert. Wir brauchen nur wenig. Nur um zu überleben. Ich habe diese Woche nur Schnee gegessen. Ich habe diese Woche nur Schnee gegessen. Das ist ein bisschen heftig. Gut, gibt's denn hier einen Händler? Irgendwas? Na gut, der Weg wird uns ja gewiesen. Wo wir uns anscheinend etwas anpassen können. Mal schauen, wo das sein soll. Ich denke mal hier bei ihmchen. Das sieht ja geil aus. Wollt ihr hier etwas kaufen? Wirklich? Ja, es ist noch geöffnet. Hallo, Sir. Jasper hier. Hallo. Benutzt man das? Ich spreche durch das Gildensiegel. Was für ein außergewöhnliches Ding. Solange ihr das Siegel tragt, können wir frei miteinander kommunizieren. Und nicht nur das. Ihr könnt bei Bedarf auch jederzeit in den Unterschlupf zurückkehren. Okay. Dürfte ich das nun anregen und ihr legt die neue Kluft an? Aber viele andere Dinge. Ja, gut. Das werden wir wohl ganz kurz machen. Ah, hallo. Im Unterschlupf ist auch eine Ankleide. Kommt her, dann zeige ich sie euch. Lol. Okay. Ankleide. Ich war so frei, eure Kleidung den Ankleidepuppen überzuziehen. An diesen Puppen könnt ihr alle Gewänder, die ihr auf euren Reisen bekommt, gut aufbewahren. So, zieht doch einmal eure Vagabundenkluft über. Ja. So, ausziehen. Alle Gegenstände verlassen. Und dann ziehen wir... alle gegen... Ich glaube, ich hätte es auch anders machen können, aber nun gut, ich habe es mir jetzt ein bisschen... Na also, ihr seht wie ein Vagabund aus. Ich hoffe, diese neue Kluft ist ebenso bequem wie euer königliches Gewand. Aber das ist wohl leider eher unwahrscheinlich. Das ist natürlich genial.
So, wo kann ich speichern? Wo war das jetzt? Gab's da nicht die Möglichkeit, noch zu speichern? Heldenstatus, Feuerballhandschuh, Moral. Das ist nur der Heldenstatus. Spielverwaltung, da haben wir's ja. Speicherraum, ihr könnt jetzt nicht mehr versuchen. Ihr könnt zu Sir Walter zurückkehren, wir sind fertig. Aber ich will speichern, verdammt. Das wird ansonsten ein zu langer Part. Jetzt, da ihr angekleidet seid, solltet ihr zu Sir Walter zurückkehren. Es ist Zeit, diesen Sabine zu treffen, von dem man so viel hört. Gut, ich werde mal trotzdem nochmal allen probieren, jetzt zu speichern. Wart ihr in letzter Zeit im Unterschlupfladen? Spielverwaltung. Ich glaube, sie haben neue Sachen. Gut, wir speichern jetzt hier mal ab. Denn der Part ist wieder leider wieder etwas zu lang. Ich werde im nächsten Part definitiv hier weitermachen. Und dann werden wir uns um diese Dorfbewohner kümmern und auch den Dorfbewohnern natürlich, wie ja uns der Walter beschrieben hat, etwas Geld geben, damit wir den Menschen ein wenig helfen können, die wirklich am wenigsten haben in dem Spiel. Und ich bin gespannt, was im nächsten Part alles passieren wird, wie sich das Spiel weiterentwickelt, was eigentlich mit unserer Freundin los ist, ob sie jetzt wirklich tot ist oder nicht. Das sind alles Fragen, die ich eigentlich ganz gerne wissen möchte, was nun mit ihr passiert ist. Aber das werden wir wahrscheinlich erst alles in den nächsten Parts miterleben dürfen. Sayonara Boys und Girls, wie schon gesagt, Daumen hoch, Daumen runter, immer wieder gern gesehen. Auch ein Kommentar, wenn ihr mögt. Und von da aus, wir sehen uns im nächsten Part und seid wieder beim nächsten Mal dabei. Pass auf! Ja, komm, mach Himmel! Ja, komm! Ach, Hilfe! Lauf! Ah, ich könnte schon was, die Lücke zerstört!